Und herzlich willkommen zu einer neuen lockerflockigen Runde. Wir haben natürlich vorher wieder nicht gesprochen miteinander, sondern starten jetzt einfach direkt live rein. Ja, wir haben Sie heute für heute ein paar Dinge vorgenommen. Wir haben mal, wenn ihr das, ich teile mir einfach kurz meinen Screen wieder mal, damit wir die Agenda zumindest kurz gesehen haben. Habe das jetzt auch so eingebaut, dass wir quasi unseren News-Bereich haben. Also da ist auch, das werde ich dann auch einfach in den Blogpost anstatt übernehmen oder vielleicht machen wir einen eigenen Blogpost aus dem ganzen Thema mit den einzelnen Dingen, die halt passiert sind oder die noch passieren werden. PromCon ist übrigens diese Woche, habe ich auch noch keine Zeit gehabt, selber reinzuschauen. Findet immer, glaube ich, von 16 bis 18 Uhr statt. Was interessant ist, was ich heute in der Früh noch gesehen habe, ist, jeder, der einen Microsoft Server hat, sollte ein Update einspielen, weil da ist eine Vulnerability drauf für einen DNS-Server, der ziemlich böse ist. Ja, und die andere Geschichte, die ich noch einleiten wollte, ist, unsere Kollegen oder meine Kollegen haben gefragt, wenn ihr einen GitLab Runner self-managed habt, wenn ihr wollt, Feedback abzugeben, in dem verlinkten Ticket drinnen. Das heißt, ja, das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte, die aufgekommen ist, und der Nico ist jetzt halt nicht da, aber es macht nichts. Der war so nett und hat gleich direkt 2 Minuten, nachdem ich gefragt habe, reingeschrieben. Wir haben überlegt, wie schwierig das ist, von GitHub Actions auf GitLab Serie zu migrieren oder ob es da schon was gibt, beziehungsweise wie man das verbessern könnte oder einfach Erfahrungen und Ideen. Grundsätzlich suchen wir dabei Leute, die einfach das System kennen und sagen können, ja, das könnte jetzt funktionieren zu migrieren oder wie auch immer. Ich habe euch das Ticket einfach auch nochmal verlinkt da drinnen. Das wäre super, wenn ihr euch das anschauen könntet, beziehungsweise all jene, die sich dann das Recording anschauen oder gerade im Livestream mit dabei sind. Ansonsten, ja, das Hauptthema irgendwie C++ mit CIMAC, Conan, Windows wäre die eine Geschichte, und ich habe gesehen, dass der Michael da schon ein bisschen was vorbereitet hat. Ich persönlich habe nichts vorbereitet, ich habe nur die Agenda editiert mit ein paar Sachen, die man sich halt anschauen können, aber das sehen wir dann gleich. Und die zweite Geschichte wäre nur gewesen, wie man CoreDNS quasi debuggt. Und da wäre jetzt natürlich die Frage in die Runde, wer möchte anfangen? So wie in der Schule? Niemand. Ja, Michael war da schon ganz spannend beim Hacking, also ich bin schon nicht mehr das brauchen wir. Das ist ja gut ausgeschaut. Das ist auch ein Problem, habe ich zwar noch immer nicht in den Griff gekriegt, aber okay, machen wir mal so. Nee. Wir probieren jetzt einfach einmal, ich mache mal einen Stop-Share und du darfst wieder was sharen. Klär uns doch einmal auf, was du da so probiert hast. Oder ja, was du gerade machst. Fangen wir mal von vorne an, es ist, glaube ich, in dem Fall leicht an. Das ist auch ein Problem, glaube ich. Wir reden so schnell auf der Maschine in den Griff bekommen. Ich bin kurz 10, 15 Minuten vorher auf eine andere Maschine geswitcht und da ist wahrscheinlich nicht alles korrekt drauf installiert. Aber zumindest der Teil, den man sehen so geht. Was ist das Ganze? Ich entwickle mit meinen Kollegen sehr viel in C++, vor allem Windows und Visual Studio, besser gesagt MSVC, also den Compiler hinter Visual Studio. Und hatten lange Zeit, so wie der Michael, wie man es in den letzten Recording gesehen hat, das Thema, wie kriegt man die Dependencies seines Codes in C++ irgendwie in den Code rein, ohne dass das 15 Millionen Schmerzen werden. Und da gibt es halt diverse Methoden, und die mit Abstand beste für C++ mittlerweile, also aus meiner Sicht die beste, ist Conan, der Packet Manager, also im Endeffekt. Haben wir die ganze Ding dazu. Das ist ein Packet Manager, den gibt es seit, ich würde sagen, schon 3 bis 4 Jahren gibt es den. Ist in Python geschrieben, das heißt, das Ding läuft quasi überall, wo Python läuft, und Python läuft nahezu überall. Ja. Das ist aber auch die größte Stärke, und es ist vergleichbar mit so Dingen wie, weiß ich nicht, normale Packet Manager wie ein Homebrew oder die in Ruby sind oder also immer. Es ist halt immer ein Recipe, also irgendein Python-Script, mit dem man dann quasi mehr oder weniger die Unschönheiten der C++-Build-Toolchains versteckt. So kann man es vielleicht am besten formulieren.
und bekommt dank Kronen dann aber ein standardisiertes Format, das man dann in allen möglichen Compilern, die es so gibt, verwenden kann. Und da gibt es wirklich eine riesige Menge an supporteten Sachen. Also da kann man, so die typischen Sachen sind halt, wo es Bildhelper gibt, sind halt CMake, Auto, die Auto-Tools, wenn man es aus Linux kennt. MS Build ist quasi Visual Studio, Mason, und da gibt es noch, das sind nur die Bildhelper, das sind ja nicht einmal die ganzen Generatoren, also da wird eine Riesenmenge an Bildsystemen unterstützt. Ich habe jetzt keins noch gefunden, das ich nicht kenne. Und das Ganze hat dann damit angefangen, dass wir ursprünglich einmal ein Setup gehabt haben, das hat auf Jenkins basiert, wie glaube ich viele vor Jahren einmal angefangen haben. Und wir hatten keinen Backup-Manager, jetzt hat man halt diesen klassischen Weg gewählt, ja, irgendwelche fixen Pfade und mit Versionsnummern und Zip-Files und keine Ahnung was. Und irgendwann einmal, wie wir dann auf GitLab und GitLab CI gekommen sind, war dann natürlich relativ schnell die Frage, wie bringen wir die Dependencies in das Ganze hinein. Und dann Gott sei Dank zu diesem Zeitpunkt die Kronen erschienen, wir sind da relativ früh aufgesprungen, so 0.1, 0.2 aufgesprungen und muss sagen, Kronen ist sehr, sehr, sehr gut. Man muss aber das Konzept hinter dem Ding verstehen, denn es ist ein bisschen komplizierter am Anfang, gerade für das, wenn man Recipe schreibt, als viele andere Packet-Manager, die einfach, wo du einfach nur sagst, was ist ein NPM-Install oder dieses Ding, weil du musst der C++ dann doch noch ein paar Dinge mehr mitteilen und ein paar Switches mehr. Aber wenn man sich diesen ersten Schmerz quasi antut, dann bekommt man eigentlich ein ziemlich cleanes Repo, das man de facto in jeder Distro, Windows, was auch immer verwenden kann, ohne dass man das Basiselement tauschen muss. Und es gibt auch was Schönes, das nennt sich Kronen Index Center, das heißt, Kronen lässt einen nicht alleine. Ja. Kronen besitzt das Index Center, das gibt es standardmäßig bei jeder Kronen-Installation dabei. Und es gibt eine Hülle und Fülle an ziemlich bekannten Projekten, die alle kronenfähig sind. Hat ein paar Einschränkungen, dass nicht alle Compiler supportet werden, aber es sind 112 bis 120 verschiedene Konfigurationen, also das ist schon eine ganze Menge. Und die aktuellsten Compiler sind dabei, also da kann man die Liste, kann man scrollen und es kommen regelmäßig sehr, sehr viele neue Sachen dazu. Das sind dann, was ist in der Pipeline, sind so Dinge wie Qt, kommt dann jetzt früher oder später, was auch in der Pipeline ist, und das ist sehr interessant, das gesamte LLVM-Sortiment, das heißt Clang und Co. als Package, das wäre dann so ziemlich der erste Packet-Manager, der universal auf allen Plattformen LLVM zur Verfügung stellen kann. Ist da in der Liste, nur als Interesse, ist da OpenCV auch drinnen, mit dem habe ich sollte sein, mal umexperimentiert. Ja, da ist noch nicht drin, aber es gibt noch ein anderes, das sind die Bingcrafters. Okay, weil das ist ja immer, das ist unter Linux auch genau schwierig zu installieren. OpenCV wird es wahrscheinlich geben. Ja. Perfekt, ja. Ist auf Archive, aber es ist so, dass Kronen Center gibt es jetzt seit ungefähr einem Jahr. Ja. Okay. Das ist so quasi ein Monster-Repo, wo alle Recipes drin sind, und vorher war das halt einzelne Repositories, was man auch normalerweise, ich sage mal, im Enterprise-Sektor macht auch normalerweise einzelne Repositories mit verschiedenen Branching-Strategies. Aber der Vorteil ist, diese Dinge gibt es, also man kann OpenCV anschauen, die Bingcrafters machen das auch offen. Okay. Da sieht man dann die ganzen Schlachtschiffen dahinter, und das muss man als User nicht zwingend verstehen. Man muss eigentlich nur verstehen, was für Options angeboten werden. Und das ich ist halt ein Problem. Frage, auch bei ja? Verständnisfrage. In Kronen, in dem Repository selber, liegen keine Binaries, sondern das ist im Endeffekt eine Rundherum-Beschreibung für den Compiler. Und wenn ihr das Kronen-Paket dann runterlade, dann kompiliere das bei mir lokal, mehr oder weniger, oder? Ja und nein. Das ist der Vorteil. Es ist ein Source als auch ein Binary Manager. Du kriegst beides im Bereich von einem. Das kann ich erklären. Ähnlich, kurz dann zu Ende gedacht, wenn ich in Homebrew habe, ja, die quasi für Catalina und für Mojave und für was weiß ich was macOS, kriege ich ja auch die Binaries vorkompiliert. Habe aber die Alternative, dass ich jetzt sage, ich möchte es jetzt bauen, weil ich einen bestimmten Header oder bestimmtes Bildflag halt entsprechend brauche. Okay, dann ist es in die Richtung gedacht. Ja, das macht Sinn. Danke. Das Ding ist sehr, sehr universal. Also man kann damit von Header-Only-Dingen bis nur Binaries shippen. Also wir nutzen es auch sehr, sehr viel in Windows,
keine Ahnung, wir wollen Ninja installiert haben oder wir wollen das Wix Setup Tools, wie du es letztens erwähnt hast, das deployen wir alles mit Conan, denn Conan kann auch Binary, reines Binary packen, also downloaden von einfach Executables. Und man kann die Pfadvariable automatisch erweitern lassen. Und damit ist es automatisch in der Pfadvariable zur Verfügung. Conan kann man sehr viel Zeit verbringen, weil es sehr, sehr viel kann. Und man sieht, das ist jetzt dann sehr viel Code, das ist aber alles Qt, das hat jetzt nichts mit Ding zu tun. Ist Boost aber auch schon drinnen? Boost ist drin, ja, Boost war eines der ersten. Boost gibt es in zwei Geschmacksrichtungen. Einmal das gesamte Boost-Sortiment und einmal modular, also nur die Teile, die du brauchst. Okay. Ja, weil wenn du Boost selber baust, das geht auch, dauert nur ewig. Kannst du ja angeben, ob das für 32-Bit, 64-Bit mit Multithreaded, ohne Multithreaded, genau, welche Compiler-Chain, was ziemlich viel Spaß macht bei Visual Studio, weil das nicht Visual Studio 2019 hast, sondern 14.1 oder 14.2, weil das ist irgendwo hängen geblieben von der Versionierung. Aber wenn das alles quasi abgebildet ist in den Recipes drinnen, das ist dann schon ziemlich geil. Ja. Da muss ich nämlich nicht mehr nachdenken, wenn ich das definiere. Und da sind auch die Patches meistens drin, also das ist meistens, ich weiß nicht auswendig, ich glaube bis zum 2015 der Compiler in Windows ist es zurück. Man kann es aber selber kompilieren, also es ist eine Command-Line und dann den Rest zieht Conan von alleine aus dem System. Also das Bilden ist eine Lachnummer in Wirklichkeit mittlerweile mit dem Ding. Und man sieht, das sind halt dann schon wirklich riesige Recipes, ja. Das schreckt einen jetzt im ersten Augenblick, aber das sind halt auch größere Projekte. Und da gibt es von den Bingcrafters gibt's auch ein modulares System, da ist ja alles drin quasi. Und bei Bingcrafters kannst du dann wirklich auch so, nutzt nur das oder nur das und man nimmt es zusammen und es funktioniert einfach. Gibt natürlich schon Probleme hin und wieder, aber die sind dann für die Boost-Plus-Verhältnisse doch relativ einfach. Und was man dann bekommt, ist halt dann sowas, da darf man sich jetzt nicht schrecken, vor allem den Importteil, den braucht man in den 99% aller Conan Recipes nicht. Ja. Den habe ich jetzt wegen Qt, weil das seine Recipes nicht ganz up-to-date. Und dann kann man halt angeben, okay, ich kann sage einfach Conan New, sage ich meinen Projektnamen und der haut das mal raus, das Template. Deswegen sind das alles noch so komische Dinge. Und dann sagt man, okay, das ist halt ein ganz normales Python-File, das ist eine Python-Klasse, die muss halt nur zum Conan-File. Cookie-Cutter, oder? Werden. Nein, das ist in dem Fall Bare Metal Conan New. Also naja, man hat da Template-Generator unter Python, da gibt es glaube ich, heißt Cookie-Cutter irgendwie. Genau, es kann sein, dass dahinter ist, ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber es kann sein, dass dahinter ist. Aber die haben sehr viel, da drehen sie auch gerade sehr viel um, dass das noch besser ist. Aber okay, man braucht ja, im ersten Fall nur ganz kurz. Und dann kann man halt License, Auto und alles Mögliche. Und dann gibt es halt, die wichtigen Settings sind dann diese Dinge. Ja. Settings, was ist OS, Compiler, Build Type und Arch, also Architecture. Und da wird es dann kompliziert, das würde ich gar nicht so im Detail erklären, da wird es dann relativ kompliziert, aber man kann Conan. Funktioniert folgendermaßen. Conan hat eine sogenannte Build-ID und eine Package-ID. Ja? Und damit generieren die aus diversen Optionen, wie Settings und Options. Settings sind meistens was Betriebssystem und so weiter und so fort. Ja? Compiler, Dinge, die du halt angibst, aber nicht wirklich eine Option ist in dem Sinn. Ja? Und Options, wie ich hätte gerne Shared Library, ich hätte gerne eine Static Library und so weiter und so fort. Und weiß ich nicht, mit OpenCV, mit JPEG Support, ohne JPEG Support, das sind alles Options. Und diese zwei Informationen rechnet Conan zusammen zu einem Hash. Ja? Und dann gibt es einen Build-Hash und einen Package-Hash. Den Build-Hash lasse ich jetzt mal weg, den braucht man selten. Und dadurch weiß dann Conan, ich muss diese Package so und so generieren, wo ja quasi alles rein encoded ist. Und dann kann er nachschauen, habe ich das Package schon gebildet? Dann muss ich es nicht mehr bilden. Und sonst bilde ich es einfach. Und der Trick ist dann dasselbe, wenn man sagt, ich habe jetzt ein Projekt und sage, ich möchte jetzt das initialisieren, dann lade ich Conan, dieses Conan-File runter, rechnet sich für deine Settings, die du ihm angibst, den Hash aus, schaut dann am Server nach oder es ist ein wie Git-Aufbau, also mehrere Remotes, finde ich irgendwo diesen Package-Hash, ja, dann brauchst du das nicht bilden, dann ziehst du einfach runter. Und das gilt für all seine Dependencies, für die transistenten und für die nicht transistenten Dependencies. Und zieht das alles automatisch auf deine Maschine. Und der Vorteil ist, man kann jetzt dann, es gibt zum Beispiel die Import-Section, da kann man dann zum Beispiel, das mache ich in Windows sehr viel, man muss dann immer die Pfadvariablen konfigurieren, dass halt die DLL die andere DLL findet und den ganzen Ding. Ich habe da zum Beispiel, mache ich in der Import-Section, kann ich auch sagen, hey, ich würde gerne von all meinen Dependencies
ich ziehe mir alle DLLs in meinen Bin-Ordner und ich spare mir das ganze Prozedere. Das macht Conan für mich beim Entwickeln. Das macht man aber nicht. Das macht da man aber normalerweise schon nicht. Out of source Build, nur für die Build-Time, nicht für die, für die Package-Time. Das so. Macht beim Entwickeln einfach das Leben leichter. Und das ist nur komplizierter, weil da ist Qt dahinter, also die ganzen Plugins. Ah. Ja, weil ich kann mich erinnern, im Studium haben wir gelernt, der DLL bedeutet, es gibt nur einen Ort, wo sie zu finden ist, und das heißt System 32. Dann hat irgendwer mal angefangen, das MFC, die DLL zu überschreiben, weil das macht man ja so. Und dann haben die ganzen Applikationen nicht mehr funktioniert. Und seitdem liegen die ganzen grafischen DLLs, also Microsoft Foundation Dingsbums, immer im Bin-Ordner, in Programme oder in User Data oder wie das heißt, weil man sich nicht mehr in diese Gefahr begeben möchte, dass halt die Divisionsfunktion eine Multiplikation ist oder so und so schätze. Ja, das mit dem System 32, es gibt viele Dinge, die man historisch gemacht hat, die nicht sehr klug waren. Ja, oder aber auch statisch einfach Sachen ins Binary reinlinken. Das ist zwar aus der Security-Perspektive jetzt nicht so fein. Auf der anderen Seite, ja. Das kann ein Performance-Vorteil sein, das kann aber auch sein, wenn du irgendwas hast, wo du nicht dynamisch zur Runtime laden darfst. Dann hast du ja nur Static als Option. Es gibt diverse Antivirenprogramme, die da dagegen fahren. Also wir haben irgendwann vor vielen Jahren bei Singer einen Report gehabt von McAfee. Da hat sich, wie war denn das, der hat irgendwie die PDB, also diese Debug-Symbol-Files, hat er von selber geladen, also Gott, die sind ja nichts machen können. Und der McAfee hat gesagt, das ist böse, die Applikation, die kill ich jetzt. Und dann kriegst du einen Bug-Report und sagst, ja, da kann ich aber nichts machen, ja, aber das ist ja, muss halt für McAfee andere Regeln einstellen. Mhm. Also ja, es gibt da hin und ein Für und ein Wider. Wir haben, glaube ich, ein statisch gelinktes Binary aus Performance-Gründen gemacht, weil zwischen LibBase und LibBasinger die ganze Zeit hin und her springen mit Function Calls ist ziemlich teuer gewesen. Vor allen Dingen, wenn es nicht nebeneinander im Speicher liegen. Aber ja. Exkurs, Verzeihung. Sehr viel, na, macht ja nichts. Die sehr viel Shared Libraries, auch oft aus Lizenzgründen. Der LGPL ist Dynamic Linking besser. Wir haben die Erfahrung gemacht, Windows ist im Shadow Cache relativ schnell. Ja, es hält sich in Grenzen der Overhead, sagen wir mal so. Und es gibt auch Fälle, wo Static langsamer ist, sein kann als Shared Library. Also es gibt beide Sachen gibt. Aber ja, es ist je nachdem, was man, glaube ich, macht oder machen will, je nachdem, was das Ergebnis sein soll. Es ist auf jeden Fall super, dass es eine Möglichkeit gibt, dir als Entwickler das Leben leichter zu machen, weil gerade die Development-Umgebung hochzuziehen oder mal ein Setup zu haben, das ist ja, da kannst du ja 100 Stunden investieren und wirst nicht fertig. Ja. Oder du hast ja da Recipe oder, keine Ahnung, ein kleines Skript, PowerShell, was dir halt eine Umgebung hochzieht, weil ich glaube, das Onboarding von einem neuen Teamkollegen im Dev ist, ja, das soll jetzt so schnell wie möglich gehen. Genau, wenn das dauert halt. Aber ja, Conan nimmt halt sehr viel von dem ab und man kann es wirklich für alle möglichen Dinge verwenden. Es ist riesig, man kann wirklich Wochen damit verwenden. Es ist auch absolut rentabel, es zu tun, wenn man als Entwickler mit sowas zu tun hat, weil das Ding schenkt einem sehr, sehr viele Dinge, was man bei vielen anderen Dingen nicht bekommt, sondern sehr schwierig bekommt. Wie zum Beispiel diesen Simic Helper. Ja, die haben für die gängigsten Tools, müsstest du ja normalerweise jetzt Command Line schreiben. Ne? Lass das laufen, mach das. Die haben für die gängigsten Tools Helper gebaut. Das sind einfach Klassen, die man importieren kann. Dann sage ich mir, schau, das ist mein Project, configure das für mich und er übernimmt alle Conan-Settings als Command-Lines nach Simic. Er übersetzt für dich das voll autonom. Also ich schreibe an der Stelle eigentlich kein Simic-File mehr, oder? Na, du schreibst schon ein Simic-File, aber die ganzen Daten, die Simic dann braucht, wie zum Beispiel, was für ein Compiler aus ist das Setting, der Generator. Achso, die minus D und minus schieß mich genau, durch Parameter, die drauf. Conan nimmt ja das mit dem Helper de facto mehr oder weniger ab. Ich habe da jetzt Spaß, weil einfach den Source-Folder geändert. Das ist alles in Schönschreibform. Also Conan hat halt die schöne Syntax und leichte Lesbarkeit von Python genommen und hat quasi über C++ drüber gestopft, wenn du willst. Damit wird das alles sehr, sehr, sehr leicht lesbar. Also man kennt das, in CMake schreibst du ja normalerweise CMake, dann sagst du, wo der Source Folder liegt, dann sagst du, wo dein Binary Folder liegt, dann sagst du, dein Generator, wenn es Visual Studio, bla bla bla. Ja.
und dann hast du 1000 Umgebung, 1000 CMake-Variablen, die du setzen kannst, genau. Type und also kann man es ja nicht merken. Ich habe es dann irgendwann dokumentiert, wie man es hat, was wir halt zur Verfügung haben. Du kannst ja eigene CMake-Variablen zur Verfügung stellen. Wir haben das verwendet, um quasi if-devs zu kontrollieren. Also wenn ein bestimmtes Feature zum Beispiel auf Windows ausgeschaltet sein soll. Genau. Du kannst ja austoben. Aber das ist super, wenn das wegabstrahiert ist, weil CMake auf der Command-Line macht da keinen Spaß. Ja, es ist, man muss sich daran gewöhnen, dann lernt man es irgendwann einmal schätzen auch. Aber das ist wie JavaScript und andere Programmiersprachen. Du musst die guten Teile kennen und den 90%igen Mist wegschmeißen. Ja. Das ist halt. Ja, das sagen wir so, es ist. Es ist gegenüber Autotools und Autoconf für CMake, da bin ich quasi verliebt, oder das ist für mich wie Himmel auf Erden, weil es halt für mich deutlich ein einfacher Anspruch ist, was zu beschreiben und in einem Unterordner beschreibe wieder was und hin und her und das damit zu generieren und quasi die Boost-Integration ist super. Die Parametrisierung und dieser Layer, der dann quasi nur mal oben drüber sitzt, der war halt immer ein bisschen kompliziert. Du wrappst das halt in ein PowerShell-Skript und auf Linux oder macOS baust du halt einen Bash-Alias, so wie der Michi, oder machst das halt irgendwie anders. Weil zum Beispiel, ich glaube, SeaLion hat leichte Probleme mit CMake-Parametern. Es war immer recht kein Spaß, das in der GUI einzupflegen. Und dann war es einfach schön, wenn du das halt irgendwo abstrahiert hast. Und wenn du Python kannst, was du wahrscheinlich vermutlich schon mal in die Finger gehabt hast, wenn du C++ entwickelst, dann ist das nur besser. Okay, und wie komme ich da jetzt von dem Ganzen? Das Bilden, und das ist der, da gibt es das Configuren und das Bilden, und das wird abstrahiert. Und dann gibt es die Package Stage. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder bei CMake gibt es die Install Stage. Da könnte ich jetzt einfach auch sagen, ich nehme da jetzt CMake vom Helper Install und er übernimmt die Install-Features von CMake. Also, und da kannst du aber auch sehen, okay, ich kopiere mir jetzt alle Header-Files in den Ordner, also für Dinge, die, weiß ich nicht, mit Make-Files gemacht worden sind und so weiter und so fort, kann ich das machen. Das habe ich jetzt nur optional drin lassen. Und da kommt dann der spannende Teil, das ist Package Info. Da kannst du Conan jetzt dann mitteilen, welche Compiler-Flex, welche Ordner, Additional Include Directories und so weiter und so fort, der Gegenüber bekommen soll, der das Package verwendet. Und das ist die Stage, nämlich an der die Abstraktion stattfindet. Dadurch kann Conan für jedes Build-System die Daten so generieren, dass es für dich funktioniert. Also ab dem Zeitpunkt, dass du quasi das Recipe in Conan hast und das bildet und du hast deine Package-Info, ab diesem Zeitpunkt kannst du es in jedes Build-System stopfen, das du kennst. Dann Conan, weil es dann generiert. Da muss man jetzt aufpassen, ich habe jetzt dann nur das Using, also ich habe jetzt dasselbe Recipe, wird ja auch dann verwendet, wenn du es konsumieren willst, da ist jetzt gemischt, ne? Da ist halt Import, ist halt für den Entwickler, Required ist für den Entwickler, Bilden ist für den, der es bildet, das ist also nicht für den, also auch für den Entwickler, aber es ist ein bisschen gemischt, das muss man ein bisschen aufpassen. Und es ist im ersten Wurf nicht ganz so leicht zum Erklären, dass das gleich wer versteht. Aber ich zeige es einfach mal jetzt so her. Das ist quasi die Beschreibung und da gibt es den Project Name. Und das ist jetzt ein stinknormales CMake-File mit ein paar Eigenheiten, die ich generell so einstelle, weil ich mit der Windows-Variante sehr unzufrieden bin. Das erste, was man CMake macht, ist, sag CMake, welches ist die Minimum-Version von CMake, die gebraucht wird. Die ist sehr wichtig. Ja. Ja. Das ist auch, glaube ich, der einzige Befehl, den er einem vorschreibt. Ja. Dann sagt man, wie heißt dein Projekt. Das braucht man manchmal, aber in den meisten Fällen nicht. Da habe ich jetzt Automock und Auto-RCT und Auto-UIC aktiviert. Das ist ein QT-spezifischer Parameter. Zusatz-Tools, außerhalb von C++, das kann man aktivieren, dann macht er das im Hintergrund, also das lasse ich jetzt mal weg. Dann kommt der Teil, der, finde ich, in CMake sehr, sehr schlecht gelöst ist. Oder da wollte man quasi Everybody's Darling machen und hat für jede Plattform nach anderen Bedürfnissen gemacht. Das ist der sogenannte CMake-Build-Type. In Linux und also GCC und das sind Single Configuration Tools. Das heißt, du bildest für Deeper Configuration, du bildest für Release Configuration. Ja. In Xcode, in Mac und in Visual Studio ist es automatisch Multi-Configuration. Das heißt, du kannst einfach zwischen Debug und Release hin und her schalten. Das kommt aber zu einem ziemlich teuren Preis, das Ganze. Und ich habe mit der Zeit über die Jahre dann einmal entschieden, ich supporte in Visual Studio, also in den Multi-Config-Sachen wie Visual Studio, keine Multi-Config-Sachen mehr. Das heißt, bei mir gibt es entweder nur Debug oder nur Release, nicht beides gemischt. Das ist
ziemlich kompliziert und macht das Leben nicht wirklich leichter. Und das ist im Endeffekt die Zeile, damit ich das generiere, weil Simic BitTap ist in die Single Configurations immer gesetzt. Das ist Release by Default. In Microsofts Welt zum Beispiel ist der nicht gesetzter Wert. Was ich da mache, ist, wenn es nicht definiert ist, setze ich den per Zwang auf Release. Ja, okay, weil ja macht Sinn. Und dann, was ich noch mache, ist, und das ist der zweite Wert, das ist Simic Configuration Types. Das ist quasi die Variable für die Multi-Configuration-Sachen. Da ist die Liste drin, welche Configurations supported werden. Also welche generiert werden müssen. Die zwinge ich ihm dann auf den Simic Build-Tab. Damit garantiere ich, dass egal in welchem Build-System, egal auf welcher Plattform ich bin, ich habe Single-Config, immer Release, wenn nichts angegeben ist oder das, was der Nutzer quasi angegeben hat. Mhm. Und das ist nichts anderes als das Hinbiegen, dass das in alle Plattformen genau gleich funktioniert. Ja. Weil sonst in Windows macht er da Unterordner im Bin mit Debug und den Configurations, den ganzen Pipapo, alles das nehmen, reinschmeißen und froh sein, dass es funktioniert. Und dann geht man in das Subdirectory und da habe ich jetzt eine kleine Sache ausgelassen. Es gibt nämlich noch eine coole Sache bei Cronen. Das ist nämlich ein nettes Projekt, das nennt sich Cronen Simic oder Simic Cronen, ich glaube, es ist Cronen Simic. Ja. Du kriegst genau. Wahrscheinlich Funktionen dafür, oder? Genau, weil wenn man sagt, ich möchte nur bei Simic konfigurieren, dann gibt es einen netten Helper, der ist in Simic geschrieben. Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder man tut den einfach mit Simic-Mittel downloaden beim Konfigurieren, das ist das, wie ich meistens mache. Du kannst das eine File, weil es geht wirklich nur um das File da, auch in den Repository reinschmeißen. Mhm. Fertig, ja? Third Party. Dann includest du das Ganze, das spalte ich meistens in ein eigenes File aus. Das ist jetzt viel bla bla, das ist nur funktioniert, sie sehen kein Proxy dazwischen, ist irgendein Download schief gegangen, ist nur ein bisschen viel Code für, lad das Zeugs runter und include das Ganze. Mhm. Und das war's dann schon. Und dadurch kann ich jetzt hergehen und sagen, jetzt mit Dingsbums CMake configured jetzt die CMake Integration in Visual Studio, in Visual Studio Code. Und der configured jetzt alle meine Libraries, wie so das ist. Ich include da einfach ohne irgendwas die komplette Boost Library und Qt. Indem ich einfach genau die zwei Zeilen geschrieben habe. Hui. Also ich habe da schon sehr viele 100 Stunden meines Lebens drauf versenkt, das manuell zu machen. Ja, ich kenne das. Irgendwann war es genug. Genau, und jetzt habe ich dann mein Build, also diese Configuration, also das ist das Build Directory, also weiß nicht, in C++ oder ich sag mal so, in den Make-Situationen hast du immer drei Sachen. Du hast deinen Source-Folder, dann hast du deinen Binary-Folder, das ist, wo halt quasi der Code hinkompiliert wird, und dann kommt noch die Install-Time, wo du quasi aus Source und Binary das zusammen glaubst, was du dann als Package an den Kunden, sage ich jetzt einmal, geben willst oder wie auch immer das drückst. Das Build Directory, das kannst du mehr oder weniger als temporären Friedhof ansehen. Ja? Und da sieht man schon das, was ich da gemacht habe mit dem Imports. Ich habe da ein Binary Folder, wo er mir alle meine Dependencies, alle DLLs zusammenlegt. Damit muss ich keine Pfadvariablen um und um hacken, wie ein Wahnsinniger, sondern kann einfach beim Entwickeln Play drücken und es funktioniert. Das da ist aber nur temporär. Das heißt, wenn ich es weiterschippe, ich heuer das nicht alle DLLs in einen Ding und schmeiß weiter. Das wäre ja, dann würde ich ja den Consumer die Entscheidung abnehmen und das wäre nicht gut. Speziell Linux-Sektor wäre das eine ziemlich dumme Idee. Das Einzige, was zu einem Problem führen könnte, ist, wenn du als Entwickler natürlich was anderes machst, als dann draußen in der Produktion installiert ist. Genau. Das ist wahrscheinlich zum Reproduzieren von einem Problem ein bisschen anders dann, wenn der R-Path oder wie auch immer dann gesetzt ist. Aber das lässt sich ja hinbiegen. Beziehungsweise genau. Du CI/CD ja abfackeln, weil du ja anders testest. Genau. Und jetzt hast du dann die zweite Ding. In Simic hast du immer Configure Time und Build Time. Ne? Und das war ja einfach nur Build. Das ist jetzt nur, das sind die normalen Simic-Befehle. Nur halt nur die UI abgewickelt. Das habe ich schon gebildet, deswegen, okay, ist schon fertig. Ich kann auch ein Rebuild auslösen, wenn man wollt. Ist jetzt nicht zu viel. Schauen wir mal, es gibt die Integrations in ShortKitLab. Da haben wir es. Ich habe schon so viele Integrations da. Da siehst du dann den ganzen Tree, das ist zum Beispiel, wie CMake dein Projekt sieht. Ja. Mit allen Files, die du weggelassen hast, da kannst du das einzeln bilden. Ich mache das jetzt einfach mit einem Clean Rebuild, damit man auch sieht, dass das neu bildet wird und nicht einfach irgendein Fake ist. Ja. Und ich habe ganz Qt und Boost verwendet und habe de facto nicht viel Zeit darauf verwendet. Das Kopieren ist da Special File, das muss ich dazu sagen. Was hast du jetzt in Visual Studio Code anpassen müssen, damit das so schön integriert ist? Gar nichts. Einfach die Simic Tools von Microsoft verwenden, dann zig Pull Requests spenden, damit auch in Windows alles gut geht, weil das war ein Beispiel, wo in Linux alles super war und in Visual Studio Generator haben sie vergessen, dass man Multithreaden sollte. War ein bisschen komisch, aber
hast es nicht passend gemacht, ne? Und das nimmst, installierst und das war schon. Dann kannst du unten sagen, dann erkennt er deine Compiler, die du installiert hast. Kannst du auch sagen, hey, überrasch mich quasi, nimm den ersten, den du findest. Macht man nicht normalerweise. Und dann siehst du die verschiedenen Sachen. Ich habe jetzt Visual Studio 2019 genommen. Der Grund ist deswegen, weil auf GitLab in der VM gibt es nur 2019er, deswegen habe ich den genommen. Ja. Aber du kannst, das supportet quasi alle Compiler bis, wo, ich glaube 2005 oder 2008 zurück. Man glaubt es kaum, ich brauche bis 2010 in der Arbeit, also von dem her. Oh, und ja, ein glücklicher, okay. Ja, ja, wenn man wo eine rein integrieren muss, dann hat man halt relativ wenig Wahl. So, und dann habe ich einfach jetzt zwei ziemlich banale Beispiele gemacht. Ich bin jetzt kein Hardcore-Boost-User, also ich habe bei der Boost jetzt irgendwas zusammengezogen, aber man sieht, ich kann da jetzt eine Co-Application nehmen, ich kann dann Boost Any nehmen, kann das instanzieren, habe das jetzt gebildet und dank der Simic Integration kann ich da jetzt einfach F5 drücken und kann das mal durchdebuggen. Und man sieht, ich habe Boost, ich habe Steering, ich habe ein Q-Label und jetzt kann ich sagen, hey, schau, zeig mal jetzt ein Widget an mit einem Label drin. Das schaut jetzt natürlich für jemanden, der C++ nicht macht, relativ unspektakulär aus. Wenn man mal das Ganze ohne Kronen macht, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Könnte ein paar Wochen dauern. Und wahrscheinlich mehr. Sagen wir so, die Boost-Integration, die klaue mir immer aus einem Isinger 2-Projekt, weil die haben wir selber gebaut damals. Aber das ist schon ein ziemlicher Aufwand, eine CMake.txt zu bootstrappen, sodass sie für deine Zwecke funktioniert. Genau. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das gemacht mit, ich habe entweder JSON oder FMT, also die Format Library, die dann in C++20 rein soll, habe ich quasi als Third-Party-Library versucht einzubinden mit irgendwelchen komischen Parametern und dann passt der AirPass nicht und dann muss das anders bauen und hat da so Geschichten. Und wenn das aber alles wegabstrahiert ist, und das ist das, was mir so gefällt an Conan, weil jetzt habe ich es endlich einmal auch verstanden, wie es funktioniert, dann brauche ich mich um das ja gar nicht mehr kümmern, weil das ja schon jemand für mich gemacht hat. Und ich sage einfach hier, Dependency, klack, bumm. Genau. Und wenn man es Open Source hat, ist es sehr, sehr empfehlenswert, einfach im Conan Center das Recipe abzulegen, weil JFrog, die sind die was Artifactory so machen, die haben Conan irgendwann mal gekauft, das Projekt, vor ein paar Jahren, und stellen dort aber gratis eine Jenkins-Infrastructure zur Verfügung für alle Open-Source-Projects und die bilden die 120 Build-Configurations für dich standardmäßig, nur wenn du es dort reingibst. Das heißt, du brauchst nicht einmal einen Compiler und irgendwas. Das ist einfach dieses, machst einen Pull-Request, Recipe, dann musst du dich halt an gewissen Standards dort halten und du kannst das Ding einfach dann verwenden. Der Vorteil ist, Conan kann man auf mehrere Arten verwenden, also einen Conan-Server. Es gibt im Conan-Project auch den Conan-Server dabei, das ist in Python geschriebener Server. Ich sag mal, so für kleine Sachen reicht, für kleine Teams reicht. Wenn es ein bisschen größer wird, würde ich es nicht nur empfehlen. Hat halt quasi jede Krankheit von Python. Dann gibt es eben, wie wir es zum Beispiel verwenden, Artifactory oder mittlerweile in GitLab und GitHub auch, du kannst ja auch Conan-Registries in zum Beispiel GitLab hosten. Das heißt, man stellt dann einfach bei seinem Conan Conan Remote Thing. Also wenn man Git kennt auf der Command Line, wird man sich da zu Hause fühlen. Es ist vom Konzept ziemlich das gleiche. Da habe ich zum Beispiel den Conan Center drin und Thing Crafters. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen Conan Search und dann suche ich vor, weiß ich nicht, Boost. Ja, ich mache es jetzt absichtlich nicht, weil das dauert ein bisschen länger beim Suchen, weil es so viel ist. Ja, dann könnte ich sagen, hey, such mal das ein Ding. Wenn ich das nicht hinschreibe, den Remote, dann suche ich das bei mir lokal. Ja, und dann sehe ich, schau, ich habe Boost schon lokal, warum auch immer. Dann kann ich mir zum Beispiel anschauen, was ist denn das, was ich lokal habe? Ja. Scheine mit Info, oder? Na, da ist noch ein Ding, das müssen wir jetzt schreiben. Ja. Das ist eine Conan-Eigenheit. Und dann siehst du zum Beispiel, dass das, was ich gemeint habe, diese Package-ID. Mhm. Und dann siehst du, das ist das Package, das du hast. Beziehungsweise du hast ja das Conan-Recipe, das eine Feld, aus dem man sich den Hash quasi ausrechnet. Und dann siehst du auch, was du hast. Ja. Welche Abhängigkeiten du hast und welche Hash die Abhängigkeit wieder hat. Und das geht die ganze Zeit so weiter. Also man sieht, Boost und Qt haben sehr, sehr viele Dependencies. Und das war aber für Ding eine Lachnummer. Ne? Du hast nichts gemerkt, dass der da hinten zig Projekte runtergezogen hat. Weil wenn du dann zum Beispiel Qt anschaust, das hat ein bisschen mehr Dependencies. Schau, ein DSTOM, die hat wieder Dependencies und die hat wieder Dependencies. Mhm. Und wenn du sagst, ich möchte unbedingt vom Source bilden, sagst, Conan create, mach das Recipe, neue Bilder, alles neue Bilder, alle from Source,
mit all diesen Recipes. Da ist OpenSSL auch schon dabei. Genau. Das war immer ein massives Problem auf Windows, das mit also nicht nur, ist das Header Only oder ist das mit Libraries dabei? Nein, komm, mit alles kompiliert. Oh, ja, weil da bist du mal irgendwie auf SSL-Debug oder Win32 oder irgendwie so. Irgendein komischer Download-Ur war das. Also ein netter Anbieter, aber mit Precaution bitte nicht verwenden, weil eigentlich irgendwie verbietet, glaube ich, dir die OpenSSL-Lizenz ein Binary zu bauen, nur mit einer Ausnahmegenehmigung. So irgendwie war das. Aber gut, das dürfte damit dann abgekaspert sein. Genau. Hast du jetzt von GitLab die Conan-Register, hast du wahrscheinlich noch nicht ausprobiert? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe jetzt mal nur das Project gemacht. Habe das getuscht. Ich habe gesehen, dass du auch ein Repo gemacht. Mit einem Repo, ja, da ist aber nichts. Da ist nichts drinnen. Also Conan soll standardmäßig an sein bei mir. Also ich weiß jetzt nicht, wie das User-Permission-technisch ist, aber dadurch, dass das Projekt in meinem Namespace drinnen liegt, solltest du eigentlich alles verwenden können, was auch eine Gold Enterprise drinnen hat. Also die Frage ist. Löschst und pusht einfach drüber. Das ist kein Problem. Wie kann ich nur einpushen? Das kannst geht du ja pushen. Das geht ja irgendwie mit Permissions also. Dann. Achso, du meinst jetzt bezüglich der Register selbst? Ja, also wir können das jetzt einfach live ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich habe mir nur die Docker angeschaut. Also 5 Sekunden lang. Ich habe es auch noch nie probiert. Ich kenne zwar, wie Conan geht. Das einzige Problem, was wir jetzt haben könnten, ist das, was ich zuerst gehabt habe. Normalerweise sagst du ja Conan create und build mir mein Package. Und aus irgendeinem Grund habe ich jetzt auf der Maschine, weil ich ja kurzzeitig gewechselt habe, irgendwas nicht drauf, was ich selbst jetzt gerade nicht rausfinde. Aber auf GitLab CI-Seite kann man es machen, weil ein Conan-Server ist nicht wirklich kompliziert. Ja, dann muss das unterwegs, so, dann können wir mal schauen. Ich habe in der Agenda habe ich die Geschichten verlinkt, die wir brauchen. Also die Doku. Beziehungsweise wenn du nach GitLab Conan-Register suchst, wahrscheinlich. Ja, das zweite, das Conan Getting Started, wenn das, ich glaube, die haben Poco verwendet, dort irgendwas baust. Poco habe ich auch mal im Gedanken gespielt, das zu verwenden, aber das ist halt ein riesiges Framework, wo du dir halt dann wieder alles reinziehst. Das ist zum Beispiel die Verwandtheit zu Git, ne? Ich glaube, in Git ist es, glaube ich, einstens genau die gleiche Zeile, ne? Ja, stimmt. Mehr oder weniger. Ja. Das einzige authentifizieren musste ich normalerweise, genau. Und das wird, schätze ich, mit Deploy Token oder mit Personal Token funktionieren. Sehr gut. Okay, wie kann ich dann einen Deploy Token rausknobeln? Das macht in deinem Project. Aber du solltest wahrscheinlich nicht. Ich kann jetzt bei meinem einfach mal reinschauen. Aber du kannst normalerweise schon Rambo nicht mehr gemacht. Kannst du bei dir reinschauen, ob du Package Registry hast? Ich habe sicher Package Registry, das habe ich gesehen, dass das geht. Genau, das Setting ist weiter unten, wenn ihr ein Deploy-Token braucht. Wo ist das Settings Setting? Repository. Settings, warte mal da, ja. Da sind die Deploy-Tokens. Ja, das ist. Das brauchen wir nur für. Die muss das ja nicht weggehen. Genau. Ja, kannst du Expand sagen und dann kannst du unten. Genau, was er darf und was er nicht darf. Ne? Genau, ja, sorry genau, für den Switch. Ich habe jetzt überlegt, ob der Michael Zugriff auf die Conan Registry hat. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das schon alles in Core quasi drinnen ist. Weil das gerade im. Wobei, in einer Woche das Release. Ich bin mir sicher, dass drin ist, weil ich habe. Ich selbst mich gewundert habe, dass Conan war nämlich gleich sofort, glaube ich, in der Core. Ja, das kommt jetzt quasi mit 13.2, aber dadurch, dass GitLab.com ja Rolling Release ist, ist das vermutlich schon drinnen. Und der Feature Flag wurde auch schon enabled, vermutlich. Also, ich kann es anschauen, aber nicht anlegen. Echt? Publish and share your packages, learn more. Klingt gut. Conan. Enable. No, the option is available. Premium Only, hast recht. Ha, interessant. Nee, Moment.
Das ist aber für self-hosted. Ja, das würde ich gerade sagen, ja. Premium ist ja die Self-Hosted-Zertifizierungsvariante. Das stimmt, das ist die Self-Hosted. Genau. Das heißt, es müsste da gehen. Es müsste eigentlich schon gehen. Die einzige magische Frage ist, wie du mit dem Token jetzt umgehst. Also ich würde jetzt für die Session einfach einen temporären generieren und den dann halt revoken später. Genau, aber die Frage ist ja, wo ist der? Ist die standardmäßig existent? Das wäre jetzt interessant. Was meinst du mit standardmäßig? Da muss ich die nicht normal anlegen. Nein, oder ich glaube, sie ist automatisch. Nein, sie ist automatisch. Wird die automatisch angelegt dann? Genau, du musst sie nur verwenden, mit dem ersten Push. Das ist gleich wie bei der Container Registry. Sobald du pushst. Also wenn sie in der Oberfläche sichtbar ist, ist sie enabled. Und okay, das heißt, im Endeffekt, das ist ja glaube ich... Genau, das müsste genauso funktionieren, ja. Ich dachte immer, das ist eine Project-based... Nein, das ist glaube ich so wie wir letztes Mal vom Niklas, glaube ich, gezeigt kriegt haben, mit dem Terraform, das geht ja auf die API los. Vorsicht. Vorsicht. Das heißt Theorie? Okay, das heißt, da gibt es .com schon wahrscheinlich. Ja, das ist jetzt... da sollte er irgendwie sagen, wer du bist. Ich frage jetzt, ob das nicht eben im Laden offen ist, schauen wir mal. Oder nicht. Genau. Ja, macht das Sorgen. Die Frage, nur die zwei? Dann sind dann ein Zähler. Nee, du brauchst im Prinzip deinen Usernamen und das zweite, was jetzt kommt, genau. Ist dein Passwort, was im Endeffekt. Nein, du gehst auf den Token. Nein, warte, genau. Da haben sie es ist KW drin gestanden, warte mal, Token, das ist ja Conan User. Genau, oder Token. Jetzt musst du einen Deploy-Token anlegen, weil der Deploy-Token hat einen Usernamen. Ja, okay. Ja, der hat einen Usernamen. Der Deploy-Token hat einen Usernamen. Das heißt, wenn du auf Settings Repository gehst. Du willst jetzt nicht deinen privaten Token daher sagen. Also, nein, das ist nicht. Nein. Settings Repository. Geschert an alle. Ja, keine gute Idee. Ja. Deploy-Token. Ich schmeiß dich ja dann nicht. Genau, den Namen da oben kannst du eh reinschreiben. Also und das ist dann der Name, unten, der so, also Username. Da kannst du jetzt reinschreiben, was du willst. Expire. Bei Username schreibst du Bumsti. Ja. Genau, dann Bumsti. Okay. Write Registry. Ja, stimmt. Write Registry, das ist super. Und Read. Wobei, warte mal. Na, Package. Package, Registry. Nein, das nicht. Docker. Achso, wenn ich Michael, nichts angebe, okay. Genau, Michael, ja. Wenn du nichts angibst, dann macht der GitLab plus Deploy Token N. Das ist ziemlich schwierig zum Auserfinden. Also, wenn ich hier Deploy Token hast. Genau, genau. Deploy Token. Das solltest du jetzt kopieren, ne? Und nicht verlieren. Und nicht verlieren. Ich speichere es am besten irgendwo. Ja, es ist dann. Ist es nämlich gleich wieder. Na, wie geht das weg? So. Conan User. Ich schätze mal, jetzt muss ich meinen User nehmen, oder? Nein, du hast den Michael. Michael, ja, genau. Oder Bumsti, aber das hast du nicht wollen. So, minus R, GitLab minus P fällt oben. Okay. Minus R für die Registry. Okay, ja. Und minus P für den Token. Ja, genau. Changed. Schauen wir mal. From none to Michael. Ja, no packages, passt. Perfekt. Das ist ja richtig, ja. Also du hast ja noch nichts drin, ja. Wenn ich jetzt dann mit dem, weiß ich nicht, Conan Remote Push. Ja, das Hauptproblem ist jetzt eben genau, dass das mit dem Conan Create nicht geht. Aber ich kann ein Testprojekt machen, wo ich ein zweites einfach mache. Weil normalerweise sagst du Conan Create, dann sagst du der Name, dann die Version, dann... Die haben sie hier wirklich... Okay. Zum Beispiel, was ist denn der Test? Und dann kannst du den Branch sagen, sagst du, das ist ein Test. Das ist die Name hinten, also der ist absolut frei vergibbar. Das Exempel und Ding, das ist das, was das muss gleich sein, was da drin steht. Und wirklich auch beim String schauen, dass das die drei sind. Das ist wirklich ein String und kein...
Normalerweise sagt Conan Great, aber wie man sieht, habe ich zuerst schon gekämpft, dass er mir den Compiler nicht detektiert. Normalerweise könntest du das so machen. Und dann sagst du einfach nur Conan Upload. Und was ich normalerweise dann mache, ist, wer hätte dann einen Titel. Achso. Und macht das quasi von der Serverseite aus. Hm. Weil dort geht es sicher, weil dort sind die Sachen drauf. Aber ich weiß nicht, ob man die so schnell hinbringen. So, okay. Die Frage. Achso, und jetzt wird es schon spannend, weil ich jetzt nicht weiß. Mhm. Ich muss mit den Labels, glaube ich, den Windows-Build-Ding da finden. Machen wir mal Script. Und da ist jetzt zum Beispiel schon spannend, weil Python, habe ich gesehen, ist nicht drauf. Da habe ich total gestaunt. Bitlab.com, Windows Runner Beta. Genau. Und da gibt es irgendwo eine Liste an. Oh, warte. Mensch, warum ist das das? Genau, da gibt es irgendwo. Ja, doch nicht. New Install Team, Custom Expert. Da gibt es sicher irgendwo eine Dokumentation, was da installiert ist. Ja, ich hab schon gefunden gehabt, da gibt es dann eine Liste, was auf den Runnern drauf ist. Aber warte mal, da war doch ein Beispiel für CI gerade. Das eben, ich hätte gerne die Liste quasi, was drauf ist. Weil ich glaube, mit Chocolati, der Backup Manager ist nämlich drauf, am Python nicht, aber ich glaube, mit Chocolati kann ich. Install Python. Genau. Deswegen kapiere ich nicht ganz, warum man nicht gleich Python installiert, aber. Und der Shared-Runner freut sich. Ja, sagen wir so, du kannst. Das Problem ist, wenn du halt alles rein installierst, dann hat das Image, keine Ahnung, 100 Gig. Aber ja, spricht ja nichts dagegen. Ticket aufreißen, abwarten und hoffentlich kommt es dann rein. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was der Stand von der Windows-Beta ist. Also hast du schon auf plus 1 geklickt, auf dem Emoji-Like-Button? Okay. Ja, dann schick uns das doch, dann machen wir das auch. Emoji-Like-Button. Naja, irgendwie brauchst du eine Möglichkeit, was abzuvoten, was zu zählen, den Wunsch zu supporten. Sprache. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Zu Upvote. Ja, und Disliken und so. Ich möchte kein Python, ich möchte nur Perl machen. Nee, es soll jeder das machen, was er für richtig hält. Wie immer wird auf das zurück. Interessant. Wobei, wenn einer irgendwo springen will, sagst du auch. Ha, da ist schon. Da ist Prince Sophia. Und witzigerweise nur Chocolati, aber du kannst mit Choco, ich glaube, Choco Install Python 3 müsste reichen, wenn man da alles täuscht. Ich glaube sogar nur Python, aber warte mal. Es kommt darauf an, was wieder der Standard ist, weil Python 2, 3, die anderen 2, die anderen 3. Pi ist EOL hoffentlich. 2.7 ist, glaube ich, schon länger EOL. Wir haben Chocolati früher gerne verwendet. Choco Install Python ist es ganz normal, dann nimmt er das 3er. Genau. Ich glaube auch, dass das ziemlich straightforward ist. Das Einzige bei Chocolati ist hundzig, weil das ist nicht sehr stabil im Sinne von, die Packages, ältere verschwinden sehr schnell. Also wenn du reproduzierbare Dinge nach einem Jahr haben willst, dann würde ich eher Private Registry empfehlen. Aber ja, schau, dann mache ich Choco Install Python und ich schätze mal, ich will die höchste wählen. So schmeißen wir das einmal. Ich sag mal so, wenn du sehr viele Builds auf C++ und Windows hast, wirst du wahrscheinlich um einen selbst gehosteten Runner mit Windows eh nicht drumherum kommen. Weil das ist einfach, du brauchst es nicht per Metal, aber du brauchst Ressourcen, um was schnell bauen zu können. Und das ist halt auf Shared Runnern einfach nicht möglich. Also du musst halt keine Ahnung, was eine Windows-Lizenz aktuell kostet, 200, 300 Euro. Du musst halt einfach in die Hand nehmen, plus Server und halt schauen, ob das geht. Und dann kannst du natürlich das Base-Image so bauen,
dass da halt Python oder Schieß mich tot für die Bildumgebung halt automatisch schon drinnen ist. Ah, jetzt gibt es, glaube ich, nicht mehr, PowerShell, gell? Ich glaube, das fällt irgendwann raus. Nein, es ist schon rausgefallen. Ja. Mit 13.0 ist weg. Auch wenn ich es nicht ganz nachvollziehen kann. Das macht bei manchen, also manche Dinge werden mit PowerShell deutlich komplizierter zum Schreiben. Ja, aber Microsoft selbst hat ja die Batch quasi deprecated und hat gesagt, wir machen alles mit PowerShell, soweit ich es jetzt im Kopf habe. Aber ich glaube, rausschmeißen können sie es gar nicht, weil das ist so tief in Windows drin. Würde mich wundern, dass sie bauen keine neuen Features mehr ein und am Anfang von PowerShell mit Groß-Kleinschreibung und dem Minus auch nicht überzeugt. Wenn du aber halt ein bisschen Hilfestellung von Kollegen hast, dann geht das relativ fix. Aber wenn ich mal bei der Capitalize die Finger brich, aber dafür hat man ja Autocomplete und IDEs. Jetzt kommt dann nur ein Ding von Kone zu, das sind die Conan Package Tools. Die Frage ist, ja genau, das würde ich gerade sagen, wir haben wenig Zeit heute. Viel Hausübung dann, gell? Aber das kann man noch schon jetzt sagen, das sind quasi, ist ein Zusatzprojekt, wo du dann quasi deine Configurations einstellen kannst, wie er das biegen soll. Und dann kannst du das Ganze mit Environment-Variablen steuern. Mhm. Aber das dauert ein bisschen, also das werde ich sicher nicht mehr in die 10 Minuten hinbringen. Aber das Repo ist ja eh offen, also man kann es dann eh sehen. Auf jeden Fall interessant, ja. Ich hätte eine andere Frage. Ich meine, du hast jetzt eh schon so viel Zeit investiert, um das überhaupt möglich zu machen. Magst du einen Blogpost über das Thema schreiben oder wollen wir das irgendwie gemeinsam machen? Also ich würde mir das gerne anschauen. Muss ich sagen, aber ich würde es auch gerne dokumentieren. Kann man machen, aber wahrscheinlich jetzt die nächsten 1,5 Wochen wird es ein bisschen schwierig sein, weil in der Arbeit relativ viel los ist. Ich muss mir das anschauen. Dann schauen wir einfach einmal, und falls ich schneller bin als du, je nachdem, es gilt natürlich auch umgekehrt. Wir wissen ja, wie wir sie taggen in Merge Request Reviews. Genau, das bringen wir mal zusammen. Ne? Aber im Endeffekt kann man dann da sagen, Script, und also ja, eigentlich sollte das bevor Script sein, logischerweise. Das ist ein Scriptchen. Und am Schluss sagt einfach Bild-Datei. Das ist einfach nur dieses, das Bild-Datei liegt quasi selbst an, also das ist einfach nur, dass man den Conan Package Tool Ding da einfach verwenden kann. Weil im meisten Fällen schreibt man genau den Teil da rein. Ja, importieren wir das? Braucht man das? Nein, eigentlich nicht. Sie haben auch ein Docker-System, also du kannst direkt mit ihrem Ding bilden und der ruft da die Docker. Die haben, stehen für ziemlich alle Compiler Docker Environment zur Verfügung. Das ist im Endeffekt da nirgends notwendig, soweit ich weiß, das kann man einfach wegwerfen. Mal wieder beim Thema ARM-Plattform und GCC-Bugs sind. Von letzter Woche. Nein, Moment. Ja, dann hätte er mal gesagt, das Core-DNS-Debug-Thema müssen wir für nächste Woche ganz. Ja, klar, das läuft ja nicht davon. Aber da können wir ein bisschen was darum herum erzählen zum Thema DNS ganz generell. Aus der Operation-Sicht, weil DNS ist sowieso immer ein Thema. Ja, passt, und für sich. Danke, mal schauen. Wegen anderer Ideen, also der Konstantin hat da was reingeschrieben bezüglich CI Security, Pipelines, Security quasi in der Pipeline oder Mitigation davon. Mhm. Ich bin am überlegen, wo man am besten Ideen für Themen sammelt, weil ich glaube, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Aber schauen wir einfach einmal. Da gibt es den Environment-Variable dann. Wo ist die Registry? Das ist das, was de facto von GitLab die nehmen solltest, ne? Dann kannst du ihm noch sagen, es gibt dann die Stable Branch Pattern, das heißt, da kannst du ihm sagen, hey, okay, mit Stern, also mit Wildcards kannst du sagen, wenn der Master Branch ist, dann soll er es raufschieben und sonst nicht, das kannst du mit ihm regeln. Also sagst du, keine Test Feature Branches soll nicht in die Registry gepusht werden, aber es wird ein Dry Run durchgeführt, ohne den Hochladendetail. Genau, und dann stellst du dabei den Ding, die deine Environment Variablen ein, mit, keine Ahnung, das ist jetzt Visual Studio, bla bla bla, ja. Mhm. Und dann schickst du das drüber, der schiebt das, wenn er fertig ist, in die Registry und dann ist es verfügbar. Fresh. Super. Kurze Frage noch. Kannst du das, was du jetzt quasi bisher gemacht hast, quasi committen und hochpushen? Und ist das was wir public einsehen dürfen oder?
Also das Repo dahinter ist public, das sollte ich public geschalten haben. Okay, ja. Es ist public. Ich sehe es anhand von dem Globus, den du neben meinem Projekt siehst. Ah, okay, siehst du, das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich habe so wenig public. Auf alle Fälle. Da im Endeffekt habe ich das Ding rein. Ich mache halt einen Brunch, bis das halt einmal fertig ist. Ne? Ja, oder ist halt der Master kaputt? Passiert. Dass wir quasi alles, was wir jetzt haben, persistieren, weil ich ja noch einen Zusammenfassungsblogpost schreibe, was wir gemacht haben, dann kann ich das gleich verlinken, wenn ich das darf natürlich. Aber nachdem sie public ist, dann mache ich es einfach. Genau. Normalerweise die Sachen da, weil so Username Passwort halt immer in die GitLab CI-Variablen geben und nicht da blank rein. Habe ich das öfteren schon gesehen. Ist ein bisschen grauslich. Ja, das sagen wir einfach so, das macht man nicht. Punkt. Genau. Passt. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für die Mühe und für die Vorbereitung. Hat mir super viel geholfen. Ich hoffe, allen anderen auch, die sich dann das Recording anschauen. Bei Fragen ist wiederum die Einladung, mich zu kontaktieren, beziehungsweise überlegt man ein Google-Dokument irgendwie zum Registrieren. Einfach nächste Woche mit dabei sein und jetzt bin ich ein bisschen überfordert, würde ich sagen. Ich habe so viel Wissen aufgesaugt, jetzt muss ich überlegen, wie ich das ausprobieren kann in nächster Zeit. Ich sage vielen herzlichen Dank und ich wünsche euch eine schöne, erfolgreiche Restwoche und ein schönes Wochenende dann. Danke, euch auch. Gleichfalls, ja. Okay. Ciao. Tschüss. Ciao.